Der Bruder fragt, er sagt, er hat Blockaden in Bezug auf die Religion und er denkt, dass es vom Auge kommt. Was soll er machen? Du musst die Heilmethode praktizieren, die Ruqya praktizieren. Indem du auf dich Koran liest, indem du die Adhkar machst. Die Adhkar morgens und abends gibt es ja Erwähnungen, die man macht, immer jeden Tag. Genau. Wie gesagt, die Dinge, die ich erwähnt habe, indem du Olivenöl zu dir nimmst, Schwarzkümmelöl, Al-Qustul Hindi. Kennt jemand von euch Al-Qustul Hindi? Al-Qustul Hindi. Nein, das Al-Qustul Hindi ist ein Gewürz, so eine Art Gewürz. Und das nimmt man entweder durch den Mund ein oder durch die Nase. Und die Ulama sagen, wenn man einen Djinn hat, wird er dadurch verbrannt. Und vor allen Dingen die Djinn, die im Kopf sind. Die Djinn, die im Kopf sind, was verursachen sie? Sie verursachen Einflüsterung, vor allen Dingen. Diejenigen, die viel Einflüsterung haben und Zwangsgedanken haben, diese Blockaden haben im Kopf, die haben meistens Djinn im Kopf. Weil die Djinn in der Regel, sie befinden sich entweder im Kopf oder im Bauch. Entweder im Kopf oder im Bauch. Und deswegen Al-Qustu al-Hindi zum Beispiel. Al-Qustu al-Hindi. Ich weiß, wie heißt es auf Deutsch? Das ist irgendein Begriff. Vergessen, wie der deutsche Begriff heißt. Aber auf jeden Fall gibt es das zu kaufen. Sogar bei Umma-Shop. Kennt ihr Umma-Shop von Ansar? Die haben das sogar als Nasentropfen. Oder als Tropfen. Nicht Nasentropfen, als Tropfen. Das kann man dann in die Nase hineintun oder in die Ohren. Und das brennt, mashallah. Wenn man das einmal zu sich nimmt, mashallah. Genauso Schwarzkümmelöl kann man auch als Tropfen benutzen. Man kann zum Beispiel Schwarzkümmelöl durch die Nase einnehmen. Es geht auch durch die Ohren. Deswegen diejenigen, die so Probleme haben mit diesen 20 Gedanken, ja, die sollen Ruqya machen, inshallah. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً